Willkommen zurück zum neuen Video. Heute, wie versprochen, gibt es den Blätterteig. Und zwar mache ich daraus den Topfen Mandarinenstrudel. Ich musste das jetzt ablesen, weil ich muss das natürlich anhand des Rezeptes dann halt machen. Habe ich ebenfalls noch nie gemacht. Aber ich lasse mich mal überraschen. Seid gespannt, ob es was wird. Wie immer zu Beginn die Zutatenliste. Backofen ist schon am Vorheizen. 220 Grad soll er vorgeheizt werden. Ja, wir brauchen 2 Eier, getrennt nach Eigelb und Eiweiß, so gut wie es geht. 80 Gramm Zucker, 250 Gramm Quark, 125 Gramm Schmand, dann noch ein zusätzliches Ei, Zitronenschale und Vanillepudding dann halt, also ganz normaler kochfester Vanillepudding, ein bisschen Zitronensaft, Salz brauchen wir gleich noch ein bisschen, 2 Schüsseln am besten. Etwas zum Unterrühren nachher oder Unterheben und natürlich ein Mixer dann halt. Ja, dann nicht zuletzt natürlich der Blätterteig. In dem Fall ist es ein Dinkelblätterteig, den immer 10 Minuten vor dem Zubereiten aus dem Kühlschrank rausholen, ganz normal ausrollen. Wenn ihr den Blätterteig nur mit Früchten bereitet, dann 15 bis 20 Minuten muss der bei 220 Grad oder 200 Gramm Heißluft dann halt backen. Wir machen ja jetzt gleich so einen Strudel und der braucht so ja, circa eine halbe Stunde dann halt. Ja, ich mache das Ganze natürlich nach Rezept, nach Anleitung und ja, wir schauen mal, ob es was wird, ne? So, dann starten wir mal. Also, als erstes den Quark in die Schüssel, dann Sauerrahm, in dem Falle Schmand in die Schüssel mit rein. Dann anschließend die 2 Dotter, also die Eigel, die ebenfalls einfach mit rein. So. Dann Puddingpulver, einfach so ein bisschen unterheben. So. Und die Zitronenschale, die geriebene. Könnt natürlich auch frische nehmen, aber ja, ich mache jetzt mal ein halbes Päckchen, mache ich mal rein. So, das Ganze dann halt verrühren, so dass dann gleich halt eine quirlige Masse entsteht. So, einfach mal Schneewesen dazu und das Ganze dann halt komplett verrühren. Ja, wunderbar, bis hier so eine schöne Masse entsteht. So. Das ist der erste Teil. Jetzt wird das Eiweiß zusammen mit dem Zucker in eine Schüssel gegeben, dazu eine Prise Salz und dann wird das zu einem steifen Eischnee verrührt. Ich nehme jetzt mal lieber eine Schüssel mit dem Deckel. Bekannt aus einem anderen Video habt ihr ja gesehen, wie ich es schaffe, die Küche einzusauen. Deswegen versuchen wir das mal auf diese Art und Weise. So, jetzt schön steif machen. Also so richtig Eischnee, wie man es kennt, ist es nicht ganz geworden. Also es ist sehr, sehr, ich hoffe man sieht das, es ist sehr zäh, aber eben halt nicht so ein ganz steifer. Also ich würde mir das jetzt nicht über den Kopf kippen wollen. Also das wird jetzt vorsichtig drunter gehoben. So. Einmal alles rein. Was ich vorhin vergessen hatte noch zu erwähnen, das wird natürlich nachher, kommen so ein paar Früchte auf den Strudel dann halt drauf. Ich nehme Mandarinen, also so wie es auch in dem Rezept dann halt drin vorgesehen ist. Einfach weil es eben halt relativ frisch ist alles, ne? Und es soll ja nicht so was Mächtiges sein. Klar, man kann das natürlich auch machen, Blätterteig mit, sag ich mal, Spinatfüllung oder gibt es ja ganz deftige Gerichte, die man damit machen kann. Aber das wird jetzt eben halt ja, was Frisches, was Angenehmes. Ne? So, wie gesagt, das schön unterheben, schön verrühren. Ich hoffe, man sieht das so. Ja, ne? So sieht das dann aus. So, jetzt noch ein wenig Zitronensaft dazu. Ja, nur ein kleiner Schuss, mehr nicht. Dann auch wieder verrühren. So. Und dann kann ich im Grunde genommen schon den Blätterteig dann halt vorbereiten. Der ist ja schon auf dem Backpapier drauf. Und der wird jetzt im Grunde genommen, wird der einfach ausgerollt. Da ist er schon.
So, einfach der Länge nach, weil der wird dann jetzt nun halt mit der Füllung belegt. So. Hat auch genau die Größe eines Backblechs, ne? Also genau die Breite von so einem Backblech dann halt. So, dann legen wir mal los mit dem, ja, mit dem Füllen, ne? Jetzt wird erstmal das zusätzliche Ei verquirlt, weil damit bestreichen wir gleich den Teig. So. Und dann wird ja anschließend Puderzucker drüber gegeben. Man kann auch Zimtzucker drüber geben, aber das ist ja immer Geschmackssache. Da bei mir in der Familie jetzt Zimt nicht so ganz gerne gegessen wird, mache ich es dann halt einfach mit ein bisschen Puderzucker. So, den haben wir schon mal verquirlt. Dann schon mal den Pinsel bereitlegen. So, jetzt wird die Masse auf den Teig gegeben und zwar so, dass wir gleich am Ende den Teig einschlagen können. So. Das ist natürlich immer die Frage, wie viel, aber es sieht so aus, ja, es sieht so aus, als wenn alles drauf gehen würde, ne? So, jetzt muss es schnell gehen, weil jetzt muss nämlich der Teig am Ende eingeschlagen werden. Ich verteile das nochmal eben halt hier so ein bisschen nach außen noch ein Stück. So. Dann den Teig hier so ein bisschen nehmen und ein Stückchen hier einrollen. So. Das ist natürlich dann halt ein wenig Fummelsarbeit, aber das scheint ganz gut zu funktionieren. So, am Ende, wie gesagt, den Teig ganz, ganz gut miteinander verbinden. So, dann machen wir auch erstmal hier unten das Stück. Ja, mittlerweile klebt er auch schon so ein bisschen, ne? Also wenn er jetzt zu lange aus dem Kühlschrank raus ist, dann hat Blätterteig natürlich die Angewohnheit, sehr stark zu kleben. So, und an den Seiten dann einfach nach innen umschlagen. So, dass circa in der Mitte so 5 cm so eine Öffnung dann halt übrig bleibt, ne? So circa. So, dann eingeschlagen ist er. Ja. So, 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 so. So, jetzt das verquirlte Ei nehmen und den Teig so am Rand damit großzügig einstreichen. Ja. Das gibt dann gleich hoffentlich auch so einen schönen Glanz dann halt. Und den Rest des Eis können wir ja als Rührei machen. So. Alles werden wir da ja nicht brauchen, ne? So. Jetzt den Puderzucker. Den mache ich jetzt auch einfach mal so komplett drüber, weil nur den Rand werde ich ja wahrscheinlich nicht erwischen. So, und jetzt das Ganze dann halt, ja, wie gesagt, so circa eine halbe Stunde in den Backofen rein. Halt, stopp. Jetzt kommen nämlich erst die Mandarinen drauf. Ne? Nicht, dass wir die vergessen. Mandarinenstückchen habe ich jetzt auch schon drin. Insgesamt habe ich jetzt 2 Mandarinen. Eigentlich sind es ja Clementinen, aber 2 Stück habe ich jetzt nun halt genommen. So, jetzt aber, jetzt kann er dann in den Backofen rein, wie gesagt, 220 Grad Ober- und Unterhitze, 200 Gramm bei Heißluft, circa eine halbe Stunde. Also man muss da jetzt einfach, ja, das Ganze beobachten danach, ne? Und ab geht's. So sieht er also aus, wenn er aus dem Ofen kommt. Ja, zuerst habe ich gedacht, sieht aus wie so ein, jo, etwas zu großes Puddingteilchen. Die Füllung ist ja im Grunde genommen nichts anderes. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt lasse ich das erstmal abkühlen und dann anschließend ein bisschen Puderzucker drüber und dann wird es probiert. Also ich freue mich schon riesig drauf. Jetzt kommt wieder meine Puderzuckerfee zum Einsatz. So, erstmal schön über den Rand verteilen. So, und dann einmal quer drüber. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Genug des Guten. Und dann anschneiden. Wie schneide ich jetzt am besten? Ich würde sagen, der Länge nach, oder? Schön knusprig. So.
übereinander. Und ab auf den Teller. So schaut's aus. Lecker, lecker. Damit ihr es auch hört, ganz, ganz groß. So, fertig ist das gute Stück. Ja, ihr habt eben schon gesehen, ne? Also sehr, sehr knusprig. Da es beim letzten Video eine kleine Beschwerde einer Freundin gab, die dann gesagt hat, ist das dein Ernst? Du hast das jetzt nicht probiert. Wir haben ja gar nicht mitgekriegt, wie schön knackig das ist. Habe ich jetzt eben natürlich dann nochmal gezeigt, dass das wirklich so ist. Und ich hoffe, man hört es. Warte mal. Ja, also das ist wirklich super, super knackig. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob es auch so schmeckt. Ja. Hat so ein bisschen, wie gesagt, den Geschmack von einem Puddingbrezel. Ist nur wesentlich fruchtiger, weil ja auch ein bisschen Zitrone dann halt mit drin ist. Man schmeckt natürlich, dass es wesentlich frischer ist, auch den Pudding. Mhm. Und warm, ja, ist jetzt noch lauwarm, also schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Ja, nächstes Mal werde ich das nächste Rezept ausprobieren aus meiner Gewinnkiste. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei wärt. Und ich sag mal bis dahin und werde mir jetzt den Rest dann noch schmecken lassen. Ciao! Mmh.